Okay, dann schauen wir mal. Da und da. Wir werden sehen, wer wirklich verrückt ist. Dann muss er es zugeben. Diesmal kann er sich vor der Wahrheit nicht verstecken. Hey. Auf die jetzt wegwinkt Explosion? Ja. Das ist gut. Hier rein, ne? Ja. Da, 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 da. Na, wo die drinne waren, würde ich gerne noch wissen. Die hat doch nicht mal mehr Hosentaschen. Хорошо. Zwei Schuss. Ja, ah, ja, das reicht. Ihr habt das auch gesehen, ne? Dass da gerade was weggezogen wurde. Kommst hier rein, denkst an nichts Böses. Ha, nicht übel. Kommt irgendwas? Gott. Ja, feste Sträucher. Geil. Aber was ist denn da eben gerade weg? Nett. Quick, quick. Mit dem halben Code allein kriege ich ihn nicht auf. Hallo? Mit dem halben Code allein kriege ich ihn nicht auf. Also das ist doch das Ding von dem... Nee, kriege ich nicht auf. Bruder von dem anderen verrückten Typen.
Klopf, klopf! Also doch. Als wenn jetzt nicht die andere Hälfte einfach 5, 6, 7, 8 ist. Не дурно. Ага. Okay, das kann ich definitiv gebrauchen. Okay. Wo soll denn das jetzt sein? War nichts an der Wand, ne? Okay, wieder zurück. Also jetzt nach oben rechts, darüber und dann darum. Will nicht. Hier irgendwo ein Zettel an der Wand oder sowas? Nee. Gucken, wie weit wir hier. Ist irgendwas, was mich bumm machen lässt? Aber wo? Sieht nicht so aus, als wenn wir darüber kommen. Das heißt, wir müssen andersrum. Aber wo ist die Mine? Ich meine, solange wir nicht auf Versehen raufspringen, kann die uns ja egal sein. Sagt, da hinter dem Haus ist irgendwie ein Steg. Hm. Aber ich komme doch da nicht gerade durch, oder? Ich muss doch wieder über den Schrottplatz rüber, oder nicht? Hier. Genau.
Alles klar, keine Banditen hier. Sollen wir weiter? Nicht so schnell. Ich muss was besprechen und hier scheint der richtige Ort dafür zu sein. Keine Zuhörer. Ha. Oh, der zieht was auf. Was habe ich falsch gemacht? Nichts falsch gemacht. Die Jungs und ich haben dich genau angesehen. Du bist klug und besonnen. Wir brauchen Leute wie dich. Trotzdem bist du hier neu und weißt noch nicht viel. Daher haben wir beschlossen, mit dir zu reden, dir für deine Freizeit etwas zum Nachdenken zu geben. Nachdenken finde ich gut. Also, was hast du im Angebot? Sieh mal, da ist der Kater, unser oberster Boss. Ich denke, du weißt schon, welche Art Mann er ist. Und dann ist da Klim, dein direkter Vorgesetzter. Also kennst du ihn noch besser. Beide willst du nicht zum Feind haben. Sie bringen die Leute, die ihnen in die Quere kommen, nicht nur unter die Erde. Sie lassen ihnen dabei genug Zeit, sich an all ihre Verwandten zu erinnern und sie zu verfluchen, dass sie sie in die Welt gesetzt haben. Ja, ich stehe lieber auf ihrer Seite. Da hast du recht. Die Sache ist, die Jungs haben nachgedacht. Solange die beiden zusammen sind, ist alles gut. Aber was passiert, wenn sie sich verkrachen? Wir haben da nichts zu sagen, aber sobald einer von ihnen an der Spitze steht, wird er jeden als Feind betrachten, der ihn nicht unterstützt hat. Und damit sind diese Leute am Arsch. Also, du musst wissen, zu welcher Seite du stehst, falls die Kacke am Dampfen ist. Und welche? Das weiß wohl niemand so recht. Das bleibt alles nur... Wer war das? Hey, lass die Scheiße! Wir arbeiten für Tom und Clem. Mit uns solltest du dich nicht anlegen, Bursche! Keine Sorge! Ich arbeite auch für Tom! Das ist dieser zweite Amerikaner. Ja, alles klar. Ah, hallo! Steh doch nicht so rum! Komm in Deckung! Tot? Hoffentlich. Ich habe schon gehört, dass du hier sein sollst. Na, dann komm her. Wir zeigen dir hier alles. Immerhin werden wir nicht umsonst als Späher bezeichnet. Was habt ihr denn so? Zunächst war auf dem Autofriedhof neulich die Hölle los. Sieht aus, als ob da jemand mit Eiern aus Stahl das Fledermonster bekämpft hat. Keine Ahnung, wer gewonnen hat. Daher hältst du dich besser von dort fern. Das war ich. Ich hab gewonnen. Ja, jetzt weiß ich, was unser Boss in dir sieht. Verdammt, Mann! Hut ab! Wo wolltest du hin? Zur Feuerwache. Du kannst sie von hier aus sehen, das rote Gebäude mit Turm. Luftlinie etwa ein halber Kilometer von hier. Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Vogel. Es ist zwar nah, aber es wird schwierig, dorthin zu kommen. Ja, Vögel sind in dieser Gegend besser dran. Schau, dieses unfertige Gebäude aus der Vorkriegszeit, da musst du durch. Das ist der einzige Weg zum oberen Sumpf, wo die Feuerwache jetzt ist. Allerdings hat sich dort eine Bande eingerichtet. Früher haben sie mit Sklaven gehandelt. Aber neuerdings fangen sie tatsächlich diese menschenartigen Mutanten ein. Kannst du dir das vorstellen? Wir hadern schon ewig mit denen und überhaupt haben die noch nie Fremde gemocht. Die werden definitiv schießen, sobald sie dich sehen. Erwarte keine Warnung. Also, versuch unbemerkt zu bleiben. Vielen Dank, das werde ich. Was haben wir denn noch hier? Ah, hier, jetzt sieh mal dorthin. Siehst du das zweigeschossige, turmartige Gebäude auf diesem Inselchen? Das war mal eine Polizeiwache. Die wurde mittlerweile auch von einer Bande eingenommen. Ein Haufen Irrer. Obwohl sie jetzt, wie die anderen, Krüppel fangen. Das Geschäft ist hier auf dem Vormarsch, weißt du? Die haben dort eine Art Lager, also sollte es dort ganz gute Beute geben. Das kleine Inselchen beherbergt vermutlich ein kleines Lager. Vor ein paar Jahren tauchte in der Stadt eine neue Bande auf. Das waren total verrückte Mistkerle. Aber sie waren gut.
Sie erpressten Banden, die dreimal so groß waren und ermordeten jeden, der nicht bezahlte. Sie waren ausgebildet wie Spetsnaz. Außerdem hatten sie Ausrüstung wie im Film, Rüstung, Waffen und Nachtsichtgeräte. Es lief gut bei denen. Am Ende kontrollierten sie einen Großteil der Ruinen, obwohl sie nur wenige waren. Die anderen Banden beschlossen dann, dass es reichte. Sie taten sich zusammen und machten sie komplett kalt. Alles, was von denen heute noch übrig ist, sind ihre Lager, die mit ihrem Zeichen markiert sind. Ein Schädel mit Nachtsichtgerät, also achte darauf. Warum? Ich wette, die Stellen sind schon längst geplündert worden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Diese Typen haben mächtig geprahlt. Jedes ihrer Lager ist wie eine Rätselkiste. Einige Auserwählte durften daran, während die Normalos keine Chance hatten. Die Jungs fanden manchmal versteckte Knöpfe, mit denen Türen geöffnet wurden, nur durch pures Glück, denn das Prinzip haben sie nie durchschaut. Vielleicht blickst du ja durch, wenn du dir das mit deinem unvoreingenommenen amerikanischen Auge anschaust. Möglicherweise. Wenn der Knopf gelb angemalt ist. Ach ja, pass auf dem Inselchen mit dem Lager gut auf. Die Krüppel dort sind besonders groß und zäh. Ich weiß nicht warum, und das ist mir auch egal, aber diese größeren sind enorm gefragt. Daher knallen die Jäger sie nicht ab. Sie fangen nur ab und zu ein paar davon und lassen den Rest wieder für Nachwuchs sorgen. Okay. Das wäre dann alles. Wir sollen dich beobachten und dir helfen, falls es nötig ist. Wir haben dir gesagt, was wir wissen. Das sollte helfen. Danke, Leute. Viel Glück. Bis dann. Ich darf von hier aus nicht schießen. Okay, wir haben Westen-Upgrade gefunden. Eingesteckt. Ressource neu umverteilt. Aha. Oh, damit können wir auch neue Munition oder mehr Munition mit uns rumschleppen. Das ist natürlich nice. Wo zum... Okay, wir müssen da durch, um nach dort hinten hinzukommen. Und da ist nochmal ein Lager, das wir plündern könnten. So viel habe ich verstanden. Das müsste jetzt dann auch irgendwie hier so markiert sein. Nicht wirklich. Okay. Dann halt nicht. Ich habe mir gedacht, dass mehrere Riesen, aber so viele nicht. Genau, wir müssen bis da hinten hin.
wo der Feuerwehrhelm da unten auf der Karte ist. Skeditza! Gibt's hier viel zu viele. Ich wette, da ist eh nichts Gutes drin. Es piept aber zu der Seite. Aha. Okay. Okay. Haha, das kann ich brauchen. Wo sind jetzt?
Ja, da sind die anderen Bekloppten. Wir wollen aber hier irgendwie weiter. Vielleicht. Könnte nützlich sein. Ködergranat. Da waren doch nicht nur zwei Mann. Hat den halt nicht. Wie komme ich jetzt da hin? Sag mir nicht, ich muss jetzt den ganzen Weg rechts außen rum gehen. Hä? Moment. Das sagt er einfach nur hier an dem Gebäude vorbei. Da haben wir den anderen gerade gefangen. Ich komme hier nicht. Kommt hier nicht mal lang. Kiki. Da ist noch ein. Okay. Hä? Also ich muss komplett jetzt rechts um die ganze Karte, oder was? Und das hier irgendwo... Das ist auch nirgends so ein Weg hoch. Und das hier irgendwas. Und hier ist irgendwas. Was bist du? Nee. Das ist auch wieder nur das Stück zurück. Ob ich jetzt hier lang gehe oder da lang? Hm. What? Kurz gucken. Also da ist zu. Da kommen wir nicht drüber. Ich müsste jetzt so komplett außen rum gehen, oder?
Wie stellen die Leute sich das vor? Hier ist ein Boot. Kann ich einfach rüberfahren? Genau drauf zu. Ja, hier komme ich nicht lang. Du musst wirklich jetzt nur rumlaufen rechts? Okay, man überlebt diesen Sturm also nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Natürlich spawnst du mich hier hin in das Spiel. Sam, meine Leute haben Außenposten berichtet, dass er nur braucht. Sollte sie also tun. Danke, Doc. Das mag ich. Müsste hier rum, rechts weiter, rechts runter und dann bis da hinten hin, oder wie?
Dann reagieren die Boys auf mich? Nö. Okay, mir sollte jetzt so nichts passieren, so wie ich das verstanden habe. Also da ist ein Boot, da ist das Boot, was ich gerade genommen habe. Nach unten hinfahren können wir nicht einfach, da ist Schmodder im Weg. Da wäre noch was zu holen. Und da ist jetzt noch was aufgetaucht als Markierung. Muni haben wir dafür. Da haben wir auch. Und wird das wieder besser. Okay. Dann versuchen wir mal im nächsten Part da hinzukommen. Ich weiß noch nicht, welchen Weg wir gehen werden. Aber ja, vielleicht schaue ich vorher auf, wo wir lang müssen. Ja, doch. Ich werde mir vorher wahrscheinlich schon mal so ein bisschen anschauen, wo wir lang müssen, weil ich das ungefähr weiß. Also bis dahin, ciao, Leute.